Hallo, auf das heutige Video habe ich mich schon seit Tagen gefreut, denn ich habe hier neben mir etwas liegen, das ich gleich zeigen möchte. Aber vorher möchte ich einmal mein Snoopy-Oberteil zeigen, denn das ist ja etwas, das ich gleich sowieso noch umwechseln werde. Ich habe mir nämlich ein paar Hochzeitskleider bestellt. Falls du mein Hochzeitsvideo gesehen hast, dann weißt du, dass es ja eine kleine Schwierigkeit gab mit meinem Hochzeitskleid damals. Es hat ja ewig lange gedauert mit der Lieferung. Diese Lieferung hat gerade mal so 3 Tage gedauert. Also hätte ich mir damals viel Leid erspart. Aber ich muss natürlich auch wissen, ob die Qualität gut ist. Das wollte ich heute einmal mit dir zusammen herausfinden. Ich habe mir nämlich 4 Kleider bestellt. Justus ist natürlich auch mit dabei beim Video, denn er muss ja beurteilen, ob er mich heiraten würde in einem dieser Kleider. Genau. Wählst du das falsche Kleid, würde ich dich nicht heiraten. Ich glaube, es ist auch ganz hilfreich für die anderen, vor allen Dingen, weil ich eben keine XS trage. Was? Und auch keine S. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und auch kein M. Wir haben ja auch schon ganz, ganz viele Sachen zusammengetestet und auch viele, ja, unnütze Sachen, könnte man das so sagen. Zum Beispiel? Zum Beispiel 1-Euro-Sachen. Aber dieses Mal wollte ich mal was Sinnvolles machen. Und Hochzeitskleider sind viel sinnvoller als 1-Euro-Sachen. Ja, die Hochzeitssaison steht ja an. Vielleicht gibt es ja viele da draußen, die sich dafür interessieren, ob diese Kleider auch überhaupt qualitativ gut sind. Dann würde ich sagen, legen wir los und ich ziehe das erste Kleidchen an für dich. Okay, ich bin gespannt. Ich bin noch nicht bereit. Oh, warum? Warum kaufst du ein Kleid in Übergröße? Ich verstehe das nicht. Justus, das ist keine Übergröße. Ich wusste ja nicht, dass es so weit geschnitten ist. Warte mal, guck mal. Und jetzt hast du ein viel zu großes Kleid gekauft. Nein, das ist nicht zu groß. Das ist wunderschön. Guck mal. Ja, ich gucke. Ich gucke durch die Kamera. Also ich muss schon mal sagen, das erste Kleid ist wunderschön. Also ich finde es total schön. Guck okay, sehen wir dasselbe Kleid oder habe ich irgendwas verpasst? Diese Spitze. Wäre schön gewesen, wenn du es aber vielleicht in deiner Größe gekauft hättest. Es ist ja meine Größe, es ist nur weiter geschnitten. Ich konnte es doch nicht ahnen. Guck mal, und die kleine Schleppe hinten, sieht man die? Weißt du, das ist echt schade. Ich glaube, das wäre wirklich hübsch gewesen, das Guck Kleid. Guck mal, die Schleppe hinten. Die Schleppe? Laufmannschüche. Das ist so eine kleine Schleppe. Ja, ich bin ja sowieso ein kleiner Mensch. Das heißt, es ist hier auch noch zu lang. Das bist du dann noch älter. Das ist total das schön. War ich bin begeistert. Also daran hätte ich geheiratet. Es wäre vielleicht besser gewesen, es in deiner Größe zu kaufen. Ja, wenn ich es so mache, sieht man das doch nicht. Doch, man sieht es schon. Ja? Ja. Ich fühle mich mal wie eine Prinzessin. Ich auch. So, nächstes Kleid bitte. Hast du auf Aufnahme gedrückt, Justus? Welchen Knopf muss man da drücken? Ich möchte gerne Schulnoten dafür. Also das ist das erste Kleid und Schulnote 1 bis 6. Das ist jetzt schwer. Ich gebe eine 2. Okay, und die Zuschauer, da bin ich gespannt. Aber auch nur, wenn man das in der richtigen Größe kaufen würde. Das nächste Kleid ist etwas schwierig beim Anziehen, deshalb muss mir Justus helfen. Also da käme ich jetzt alleine nicht rein, weil da hinten so eine Schnur ist. Und damit befestigt man alles. Ja, wozu hat der liebe Gott den Reißverschluss erfunden? Und Justus macht jetzt eine Wissenschaft daraus. Ich mache keine Wissenschaft draus, ich muss ihn nur eintüdeln hier. Ich mache hier Kabelsalat. Also daran sieht man schon, ich habe nämlich alle Kleider in derselben Größe gekauft. Und das hier sitzt doch schon eigentlich gut, oder? Ich habe es jetzt maximal eng gemacht, mein Schatz. Ja, siehst du. Also das findest du nicht schön, oder wie? Doch, das finde ich auch schön. Aber es ist auch ein Tickchen wieder zu groß. Oh, ich mag das, guck mal mit dieser Schleppe. Ja, sehr hübsch. Ich habe einfach nicht so viel hier oben rum. Ja. Das ist wirklich aus. Aber ich fand das erste besser, oder? Ja, stimmt. Das erste war ein bisschen besser. Aber das ist komplett schulterfrei. Da fühle ich mich immer so ein bisschen nackig. Ja, ich mag so diese, was sind das, Pailletten, ein bisschen feiner sind. Das ist sehr prominent. Ja. Welche Note denn? Achso. 3. Eine 3? Das ist aber auch gut. Guck mal, das passt perfekt. Das passt perfekt, das ist dieselbe Größe wie die anderen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Das ist so hübsch. Und darin hätte ich gerne geheiratet. Wir ziehen gleich nochmal das originale Hochzeitskleid an. Mal gucken. Boah, das ist aber schon, das sitzt auch schon perfekt. Wir müssen das gar nicht ändern. Ein bisschen höhere Schuhe, dann wäre es sogar von der Länge perfekt. Und die anderen waren alle viel zu lang. Und auch vom Sitzen her. Sehr schön. Das ist nicht hübsch? Oh mein Gott, ich fühle mich. So, komm. Prinzessin. Und Prinzessin. Magic. Wie viele Punkte geben wir? Also wie viele Punkte oder welche Note? Die Schulnote musst du geben. Schulnote 5. Was? Oder nee,
Doch nicht. Doch Justus. Eins. Eins. Ja, das ist eine Eins. Das ist für mich auf jeden Fall auch eine Eins. Passt das oder nicht? Was denn? Warum guckst du so angeekelt? Ich guck doch nicht angeekelt. Doch, doch, das passt gar nicht. Passt nicht? Hm. Passt nicht zum Stil? Hm. Gut, dann mach ich's wieder ab, ja? Vielleicht mag ich dich so sehr, wie du bist. Ach, dass du nicht auch noch irgendwas bist du wieder so ein Romantiker. Oh, so romantisch. Guck mal, diese verschiedenen Strukturen, ne? Also ich scanne dich jetzt mal. Ist das wie so, ach, so, wie heißt das, Tüll-Chiffon oder so? Tüll-Chiffon? Ich weiß nicht, wie das heißt. Hört sich an, aber wie es ist schon leckeres so hier Gericht. So hübsch. Und hier hat es dann nochmal so ein bisschen was Auffälligeres an Glitzer. Ja, das ist auch wirklich sehr hübsch. Und hier unten, wie das so genäht ist, oder? Ja, sehr schön. Okay, ich freue mich. Ich werde emotional. Also wenn ich jetzt bei der richtigen Hochzeitsanprobe wäre, hätte ich mich jetzt entschieden. Das kann ich jetzt nur mal festhalten. Ich hätte mich jetzt entschieden. Das ist das Plan. Naja, also eigentlich ist das nicht richtig. Du hättest gesagt, ich will noch 5000 andere Kleider anziehen und ich hätte mich entschieden. Es sieht komisch aus, nur nicht zum Lachen. Das ist das Problem. Es sieht irgendwie unförmig aus. Bin ich nicht so passend für das Kleid, glaube ich. Vom Typus her. Ja? Wenn du jetzt ein blondes Mädchen wärst. Okay, ich sag gar nichts mehr. Also ich meine natürlich, Justus. Es hat was mit dem Typ zu tun. Aber das hat auch wieder eine Schleppe. Aber ich muss sagen, dieses Weiß, das gefällt mir nicht so gut. Da fand ich das andere so ein bisschen wärmer. Hm. Ein bisschen hübscher, oder? Ja. Wollen wir noch dein Original-Hochzeitskleid mal anziehen? Ja! Pass ich nicht rein. Da passt du nicht rein. Doch, passt du rein. Doch, ganz sicher. Okay, wir probieren es mal an. Eins. Nein, ich pack. Zwei. So. Justus, das geht nicht. Doch, sicherlich. Nicht so. Aua. Ach, nee, ich kann keine Luft mehr. Nur ein nee, das ist wirklich zu viel des Guten. Justus. So, okay. Ist gut. Okay. Aber ich glaube, das explodiert gleich. Damals hatte ich noch kein einziges Kind bekommen. Das ist mein echtes. Das ist das Original. Und? Doch, ich würde dich in dem heiraten. Aber wir müssen festhalten, dass der Reißverschluss hinten nicht mehr zugeht. Ja, aber wenn man das jetzt auch, kann ich auch nicht sagen, die anderen, die in der Übergröße waren, wir haben schon das schönste Kleid ausgesucht da. Ja? Das Krönchen hat so unsere Tochter Kleid entführt. So ein Kleid kriegt man in einem richtigen Brautkleidladen. Vielleicht kann man da ja auch so einen Unterschied sehen, oder? Ja. Also ich muss sagen, es fühlt sich schon anders an. Eins mit Sternchen und Plus und so. Okay. Aber nur, weil du Romantiker bist. Nee, nicht, weil es das schönste Kleid ist. Also es sind jetzt noch 5 Kleider und ich bin gespannt auf deine Bewertung in den Kommentaren. Mal sehen, wie viele Einsen, welches Kleid bekommt. Da bin ich sehr gespannt. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.